So, guten Tag und willkommen zurück auf meinem Kanal hier. Heute mit einem weiteren Schiffsreview. Am Start haben wir heute die gute Poltava. Stufe 7 Russen BB. Und ich werde sie euch heute ein bisschen näher bringen, vorstellen, Stärken und Schwächen ein bisschen erörtern. Und wir werden gleich einfach eine Random-Runde damit zocken. Dann werdet ihr quasi mehr oder weniger live sehen, was das Schiff kann und was es nicht kann. Vorher möchte ich noch betonen, dass ich das Schiff von Wargaming zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ihr werdet natürlich trotzdem meine ehrliche Meinung zu dem Schiff hören, ob ich es euch empfehle oder nicht und für wen das Schiff vielleicht ist und für wen nicht. Also, kommen wir gleich mal rein. Ganz gerne am Anfang verlese ich erstmal hier die offizielle Ankündigung zu dem Schiff. Und zwar haben wir hier einen Entwurf von 1938, ein Schlachtschiff-Projekt vom Typ B, 356 mm Geschützen. Das zeitgleich, bla bla bla. Ihre Hauptaufgabe war die Jagd auf gegnerische Kreuzer und Schlachtschiffe der Scharnhorst-Klasse. So viel zur Theorie. Das Schiff hat es also nie gegeben. Und kann dieses Schiff das? Erstmal der äußere Eindruck ist sehr schön. Ich mag dieses Farbschema der Russen. Gehen wir erstmal nach der Optik. Hitpoints sind okay. Nicht besonders beeindruckend mit 59.000. Und ein bisschen vergleichen werde ich es auch mit der Sinop selbstverständlich. Das ist ja halt der Tech-Tree 7er mit den klassischen Stärken und Schwächen der russischen BB. Hier ist es ein wenig anders. Gleich mal vorweg, die größte Stärke ist auch gleichzeitig die größte Schwäche. Bevor wir uns das Panzerungsschema ein bisschen angucken. Wir haben hier nur 356 mm, wie eben gesagt. Die Sinop hat 406 und kann dadurch die magische Grenze von 25 mm Nase oder halt auch Heck der Schiffe overmatchen bei Kreuzern und bei leichten Schlachtschiffen, leichteren. Das können wir hier nicht. Dafür haben wir eine etwas schnellere Anfangsgeschwindigkeit, also die Schussgeschwindigkeit, die Beschleunigung der Projektile ist sehr gut. Dafür ist das Sigma wiederum mit 1,7 ungewöhnlich schlecht für Russen. Das werden wir aber gleich einfach im Gefecht sehen. Die Theorie ist daher immer ein bisschen grau. Ihr werdet das gleich bei genug Salven selber sehen können. Panzerung ist auch recht interessant. Wir haben hier einen ordentlichen Panzergürtel von 370 mm. Auch hier vorne in die Nase ist untenrum oder beziehungsweise mittig mit 200 mm. Der große Nachteil an der Panzerung, der mir aufgefallen ist, ist halt hier diese riesige Obernase, nennen wir es mal, mit 25 mm, weil wie gerade gesagt, da können halt alle Geschütze mit größeren, also 406 mm zum Beispiel, die ihr treffen werdet, zum Beispiel Colorado oder Nagato, können das hier overmatchen von vorne. Also hier im Prinzip draufhalten, Panzerung wird ignoriert und es geht auf die Zitadelle, die hier recht leicht zu erreichen ist. Und das zweite ist auch, dass die Zitadelle recht hoch sitzt im Wasser. Das heißt, wenn ihr halt zu viel Breitseite zeigt, dann wird euch auch deutlich kleineres Kaliber einfach Zitadellen können. Die ist sehr groß, liegt über der Wasserlinie und halt auch direkt außen an. Keine Art von Schottpanzerung mehr drüber. Das ist so ein bisschen das Ding. Ansonsten haben wir hier 28 Sekunden Reload, etwas verbessert zu den 30 Standardsekunden, die wir hier haben. 180 Grad Drehung haben wir hier 38 Sekunden. Maximale Streuung 206, was in Ordnung geht für 18,3. Aber der Sigma-Wert ist halt trotzdem 1,7. Ne? Das heißt, ihr werdet einiges an Ausreißern haben, dass die Schüsse deutlich zu kurz oder zu hoch gehen. Auch das gleich mehr in der Praxis, würde ich sagen. Ansonsten, die Flugabwehr ist etwas ein Ticken besser, würde ich sagen, als von der Sinop. Ein bisschen anders, also die Langstrecken. Wir machen das hier mal weg. Die Langstrecken-Anti-Air ist etwas besser, dafür ist Mittel- und Kurzstrecke etwas schwächer. Also jetzt nicht großartig erwähnenswert eigentlich. Also ob sie wirklich besser ist, ist die Frage. Nächste große Problem, was sie hat, ist nicht die Höchstgeschwindigkeit. Die ist super mit 30,5. Also ist wirklich von der vom reinen Endspeed her ein gutes Schlachtschiff. Wenderadius glatt 1000 Meter und die 14,8 Ruderstellzeit fühlen sich aber ehrlich gesagt an, wie ein Stein. Das muss man einfach sagen. Dafür, dass man ja eigentlich das Ding als Kreuzerjäger auch verkauft, ist es ein bisschen sehr schwerfällig. Also du willst eigentlich nicht besonders nah ran, weil du einfach da nicht schnell genug reagieren kannst. Da müsste das Schiff eigentlich mobiler für sein. So viel hierzu.
Wir klicken einmal kurz hier noch durch. Wir haben hier einen Standard russischen Verbrauchsmaterialien mehr oder weniger. Wir haben begrenzte Anzahl Schadensbegrenzungsteam, nämlich 5. Hier können wir 4-mal reparieren mit einem Standard Russen-Heal, nichts Besonderes, aber alles okay, völlig ausreichend für eine 20-Minuten-Schlacht. Und als Special haben wir hier einen Jäger, leider keinen Aufklärer, das heißt 18,3 Kilometer sind hier erstmal dann Feierabend. Modulemäßig relativ Standard, einfach die Hauptbewaffnung natürlich schützen. Hier gegen Brände, Hauptbewaffnung etwas verstärkt mit Zielmodifikation 1 und auch hier nochmal verbessertes Schadensbegrenzungstrupp. Man kann hier versuchen, das Steuergetriebe noch zu verbessern. Da ist aber so ein bisschen Hopfen und Malz verloren. Die 20% machen dann den Braten für mich auch nicht mehr fett. Ich arrangiere mich dann lieber damit, dass das Schiff halt sehr, sehr schwerfällig manövriert und versuche demnach die Situation so zu wählen, dass ich da trotzdem meinen Vorteil habe. Was werde ich versuchen? Oder mal gucken, ob ich es überhaupt umsetzen kann. Mittlere Entfernungen sind auf jeden Fall gut. Zu nah ran willst du nicht, weil dafür ist alles zu schwerfällig, zu langsam. Und auf Max Range willst du das Ding auch nicht spielen. Die AP hat eine sehr gute Penetration. Aber das Kaliber passt halt nicht ganz. Ne? Ist halt relativ gering mit 356. Die HE ist vielleicht noch erwähnenswert. Ist ganz vernünftig. Brandwahrscheinlichkeit 41%, also das geht schon klar. 5300 Höchstschaden. Wir werden mal gucken. Es lohnt sich auf jeden Fall, in dem Schiff beides zu schießen, sagen wir mal so. Wegen dem geringen Kaliber, wenn die gegnerischen Schlachtschiffe einfach nur die Nase zeigen, wirst du mit AP einfach nichts anrichten können. Torpedos oder irgendwas für den Nahkampf haben wir auch nicht. Secondaries sind auch nicht der Rede wert. Dann muss man auf HE gehen. Es ist halt ein sehr klassisches Schlachtschiff, kann man so sagen. Ich klicke jetzt mal rein. Ich hoffe, die erste Runde wird es dann gleich. Wie immer bei diesen Vorstellungen werde ich höchstens zwei Runden machen. Eine davon werdet ihr dann sehen. Ich werde jetzt hier nicht lange spielen, um irgendwie eine besonders tolle Runde rauszukriegen. Vielleicht noch ganz kurz den Kapitän einmal gezeigt. Ich nutze hier einfach meinen Kudnetsov. Warum auch immer ich hier die Wachsamkeit für Torpedos habe. Ich werde dafür sicherlich einen Grund gehabt haben. Aber ansonsten relativ Standard Schlachtschiffbild. Keine Tarnung drauf. Dafür halt alles so auf Überlebensfähigkeit ausgelegt und absoluter Pflichtskill hier der Elite-Schütze. Also so viel dazu. Sollten noch Fragen sein, bevor ich das nachher nochmal vergesse, gerne auch in die Kommentare. Ich lese mir alles durch oder kommt auf Discord vorbei. Es gibt auch auf meinem YouTube-Channel schon eine weitere Runde aus dem ersten Test. Das hier ist jetzt aber das fertige Schiff, Final Review. Und ja, wir gehen mal rein in die nächste Runde. Bis gleich. So, Kinders, da sind wir schon wieder. Es ist die erste Runde geworden. Ich mache trotzdem immer einen kleinen Cut an der Stelle. Also, wir haben hier auf jeden Fall eine 6er bis 8er Runde, leichte 8er Runde. CVs sind auch drin. Da sollten wir auf jeden Fall ein bisschen was machen können. Und vor allen Dingen das Schiff auch zeigen können. Und damit ihr einfach wisst, was ihr bekommt, ja, werde ich einfach mal versuchen, eine Standard-Poltava-Runde für euch aufs Parkett zu zaubern. So, wir haben Doppel-CV. Möchte sagen ungewöhnlich, ist aber gar nicht so ungewöhnlich. Mal sehen. Ich werde mal die Anti-Air-Range noch einblenden hier. Wie schon gesagt, die Long-Range-Anti-Air ist etwas besser als gewöhnlich, sagen wir mal. Was euch vielleicht was bringt, um den einen oder anderen CV vielleicht abzuschrecken, wenn er merkt, dass recht früh das Flakfeuer anfängt. Aber wenn er wirklich möchte, euch wirklich angreifen möchte, dann habt ihr ein Problem. Achso, eine Sache, die ich eben noch nicht genannt habe, die man aber jetzt viel besser erklären kann, sind die exzellenten Schusswinkel. Wie ihr seht, kann man halt wirklich das Schiff recht gut anstellen. Optimal zum Gegner und alle drei Geschütze noch nutzen. Also ihr müsst nicht viel Breitseite zeigen, das ist auf jeden Fall noch ein positiver Punkt, den man nennen sollte. Weiter geht's. Für eine ungeschnittene Runde. Ich werde hier nicht irgendwie groß vorspulen oder so. Ihr könnt in der Zeit das sonore Rauschen der Maschinen lauschen, wenn ich gerade nichts zu erzählen habe. Ansonsten werde ich versuchen, ganz normal das Battle hier zu kommentieren. Also, wir haben die Leon hier bei mir. Wir haben ein DD nur. Der hoffentlich nicht hier ist.
Wobei es auch nur eine Kit ist. Weil ihr natürlich durch diesen extrem langsamen Wenderadius und durch die doch ordentliche Länge des Schiffs recht anfällig für Torpedos seid. Der 6er CV, das sollte unter Umständen klar gehen. Laden auf jeden Fall mal AP durch. Frage ist, bleiben wir hier stehen, warten, ob hier innen was kommt oder spekulieren wir drauf, dass auf jeden Fall immer sich irgendjemand meldet, der außen lang kommt. Mal ganz kurz hier die Sounds noch ein bisschen leiser machen. Damit man mich auch weiter vernehmen kann. Nagato schon mal ein klassisches Ziel, was man nicht unbedingt treffen möchte. Galicionär, wir brauchen noch ein bisschen mehr Spotting. Ich denke, wir werden auf jeden Fall mal, wir haben ein normales Cap gegen Cap Domination Ding hier. Wir werden auf jeden Fall einmal rausfahren, gucken, ob wir den Kreuzer, die Nagato da ein bisschen befeuern können. Wir werden aber nicht groß durchdrücken wahrscheinlich, sondern eher wieder zurück drehen. Hier ist auf jeden Fall viel interessanter, der anderen Flanke. Man kann sich ja nicht alles aussuchen. So. Wie gesagt, die Schussgeschwindigkeit und so, die Shells haben eine sehr flache russische Schusskurve, damit trefft ihr ganz gut. Ihr müsst halt dann ein bisschen euch selber die Daumen drücken, dass Sigma euch nicht in die Suppe spuckt. So. Schauen wir mal, ob wir hier mal Hallo sagen können. Wenn das natürlich nur bei einer Nagato bleibt dahinter, dann könnten wir die auch einfach mal pushen. Okay, er fährt da zwischen die Inseln. Er fährt doch nicht zwischen die Inseln. Okay, das ist ganz okay. 3 Treffer von 9 Shells, ne? Aber es war okay, wir wollen natürlich nicht meckern. Sehr schön. Lyon macht auch ihren Job. Das heißt, wir werden hier tatsächlich mal recht ungewöhnlich jetzt für das Schiff spielen. Ich hoffe, dass wir noch alles zeigen können, sonst muss ich noch ein paar Szenen reinschneiden. Weil so sieht das natürlich jetzt hier aus. Wir müssen jetzt hier weiter pushen. Alles andere wäre jetzt blöd. Ich glaube nicht, dass die Breitseite hier ausreicht, um hier zu Zitadellen. Aber 8,5 ist auf jeden Fall schon am oberen Ende, was möglich ist mit den Salven hier. So angewinkelt sollte das eigentlich klar gehen, dass wir hier nicht zu viel Schaden fressen. Kriegen wir leider keinen mehr raus. Aber ich bin mir auch nicht zu schade, hier zur Not die CVs zu jagen. Das geht schon klar. Die Nagato kommt da auf jeden Fall nicht weg, wird da auch schon gut von unserer Ranger bearbeitet. Ein Nachteil der flachen Schüsse ist natürlich, dass ihr über so eine Insel hier nicht drüber schießen könnt, was für US-Schlachter zum Beispiel gar kein Problem wäre jetzt. Ihr habt halt einen sehr flachen, direkten Schuss. Flugzeuge machen mir jetzt nicht so viele Gedanken. Torpedoschutz ist wirklich okay, ausreichend. Gucken, ob wir den hier finishen können. Ah, Kill Secure ist da. So, und da wir hier jetzt keine großartigen Caps haben, kann das schon gut sein, dass gleich nochmal einiges zurückkommt. Das passt schon. So, ersten Heal direkt mal reinlöten, dass wir die nachher auch alle rauskriegen. Leander ist hier noch bei uns. Ich möchte gleich schon mal hier so in der ruhigen Phase, die wir jetzt definitiv haben, vorwegnehmen. Also es ist, ich bin kein Riesenfan. Ich spiele ein bisschen aggressiver gerne mit meinen BBs. Dafür ist mir das hier alles ein bisschen zu langweilig. Also ein bisschen zu zäh, sage ich jetzt mal so. Es ist aber auch kein schlechtes Schiff. Ist es eine Empfehlung für Anfänger oder für Leute, die wirklich was Starkes suchen in den Premium-Schiffen? Nein, nicht wirklich. Da gibt es deutlich bessere, interessantere Schiffe. Im Zweifelsfall einfach die Sinop zum Beispiel. Oder zum Beispiel eine Scharnhorst. Da habt ihr einfach mehr Abwechslung. Ihr habt Torpedos und so weiter.
Es ist ein klassisches BB, aber auch etwas mehr als für Liebhaber, würde ich jetzt schon sagen. Das ist jetzt nicht ein reines Sammlerobjekt. Man kann das Ding schon ans Laufen kriegen. Aber ihr könnt euch natürlich vorstellen, mit den negativen oder mit den Schwachstellen, die ich jetzt aufgezeigt habe, so ein bisschen, könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn ihr in eine Neuner-Schlacht kommt. Dann wird das Ganze wirklich schwierig. So. Jetzt mal versuchen, ob wir die eine oder andere Zitadelle hier noch ins Ziel bekommen. Bisschen zu hoch geaimt. Das ist der klassische Effekt, den ich meine. Dass dieser Sigma-Wert halt einfach verhindert, dass ihr genau dahin trefft, sondern ihr schießt immer ein bisschen davor, ein bisschen dahinter. Und ihr braucht dann ein gewisses Glück, dass halt die Shells auch mittig dann ankommen, sozusagen. Wir warten jetzt noch ein bisschen auf die Lyon hier. Ob wir bei der Dallas mehr Glück haben. Anti-Air ist wieder aktiv. Also das geht ganz gut. Da reichen natürlich die 356 auch locker aus. So, interessant wird jetzt hier die Sinop gleich werden. Die aber zum Glück erstmal noch zu tun hat. Ja, da kommt noch eine Gneisenau hinterher, gerade gesehen. Aber wir gehen erstmal hier auf die Lyon. Bleib extra mal ein bisschen länger auf den Schüssen drauf. Auch da wieder zu sehen, die meisten Shells zu kurz. Zwei Treffer nur aufs Ziel gebracht. Obwohl das halt so eine gute Shell Velocity ist. Also Shellbeschleunigung, ne? Die sehen jetzt mal vernünftig aus. Die sind halt recht dicht beieinander. War vielleicht mein Aim. So, wir wollen mal gerade hier den CV rausnehmen. Er ist leider schon weg gewesen. Ja gut, bei 7:0, da können wir jetzt auch einfach noch eine Runde pushen, würde ich sagen. Die Sinop ist auch schon weg, ja. Werden wir jetzt hier noch reinhalten. Das Wichtigste, was ich euch zeigen wollte, sind halt einfach letztendlich die Kanonen. Das ist ja das Wichtigste an jedem Schiff. Einfach die Shells, wie sie sich verhalten, und ihr seht das hier, ne? Also ihr kauft halt, ich weiß ja nicht, inwiefern das in der Zukunft nochmal vielleicht in die Waffenkammer kommt. Zurzeit ist es kaufen. Ein Schiff mit einer recht bescheidenen, mit einem recht bescheidenen Siegbarwert und, weiß ich nicht. Also ihr seht das, okay, der ist jetzt auch nicht gut vorgehalten, weil er natürlich weggedreht ist, hätte man sehen können. Aber selbst wenn ihr vernünftig vorhaltet, dass Aim halbwegs stimmt, müsst ihr halt immer noch ein bisschen bibbern. So, gucken wir mal, ob wir hier noch ein bisschen halbwegs zuverlässigen Schaden drauf kriegen. Vielleicht schickt die Lexington uns auch noch ein paar Flugzeuge. Aber halt ungewöhnlich streuig, sage ich mal hier, so für einen Russen-BB halt, ne? Ich sag mal so, der Schnitt, den ihr so machen werdet an Damage, jetzt geht da hinten die Lexington auch schon drauf, ist halt eher sowas wie 4.000 bis 6.000er Salven, also... Ich weiß nicht, ob dafür die 2 Sekunden das wieder wegmachen, die man da Vorteil hat. Und das war es auch schon. Wir gucken uns das gerade nochmal an, wie es im Ergebnis jetzt hier aussieht. Aber eventuell gibt es sonst einfach noch eine zweite kleine Runde hinterher. Ja, okay, das war halt wirklich traurig fürs Gegnerteam. Ich mache mal einen kurzen Cut an der Stelle und werde nochmal eine zweite Runde für euch reinladen. Da springen wir dann direkt ins Gefecht, sonst ist es einfach ein bisschen sehr mau. Ja? Also bis gleich. So, da sind wir wieder auf Sendung. Erste Runde war halt extrem kurz. Macht euch aber nicht verrückt. Also ich werde gerade bei den Reviews hier halt nicht für irgendwelche Top-Runden spielen. Die werdet ihr so oder so früher oder später auf dem Kanal auch zu dem Schiff hier finden. Damage Records und Kill Records werdet ihr hier jetzt nicht bekommen. Es geht mir eher darum, wirklich das Schiff relativ ungefiltert so zu zeigen, wie es ist. Und deswegen werde ich jetzt auch diese zweite Runde hier sehr, sehr offensiv fahren, dass wir einfach ein bisschen was noch sehen können, wie wir ein bisschen Schaden einstecken. Das ist natürlich der Jackpot. Es ist eine Fünferrunde, wie ihr seht. Und ja, da kann man das natürlich auch mal wagen. Also so würde ich es auch in jedem normalen Random fahren, sobald ich Top-Tier bin, Attacke und gib ihm. Eventuell können wir hier noch ein paar lustige oder interessante Szenen provozieren, also wollen wir mal schauen. Und hoffentlich fahren wir hier nicht instant in die DDs rein. Auch hier wieder, ich komme nicht über diesen Felsen hier drüber. Scharnhorst, Duke of York als Gegner ist vielleicht auch ganz gut. Wir werden aber jetzt hier nicht durch die Mitte gehen.
Ihr seht die Turmdrehgeschwindigkeit, ja, trotz verbesserter Turmdrehung ist nicht berühmt. Also deswegen halt auch der Grund, weshalb ich halt jetzt so ein bisschen anzweifle, dass man da wirklich groß brawlen kann. Kommen wir hier vielleicht noch rüber? Nein, auch nicht mehr. Die Gneisenau lohnt sich halt auch nicht, sonst hätte ich da den Schuss abgesetzt, weil sie halt schon voll angewinkelt ist. Wir gehen mal hier rein. Okay, es ist eine Akizuki hier gespottet. Wäre toll, wenn die Z das hier regeln würde. Aber wissen wir noch nicht genau, was sie da vorhat. Die Sims ist auch hier. Okay, 2 DDs auf der Flanke. Anti-Air sollte kein Problem sein gegen die Ranger. Wir können auch mal den Jäger einfach noch rausschicken zur Sicherheit. Einfach weil ich ihn sonst vergessen werde und gar nicht nutzen werde. Den nehmen wir locker auf den Torpedogürtel. Hier übrigens im Gefecht die brandneue, quasi heute rausgekommene Scharnhorst Black. Eieieiei. Wenn so eine Z die Hydro hat, ja, von Torpedos gemacht wird. Genau. Deswegen gerade jetzt wird es wahrscheinlich sogar echt eine schwierige Zeit, weil es werden viele Scharnhorst Black. Oder es wird eine gute Zeit, weil die alle nicht eingefahren sind. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall werdet ihr viele Scharnhörste treffen. Jetzt, heute und den nächsten Tagen. So, kriegen wir hier vielleicht... Auch da kriegen wir keinen schönen Schuss raus. Die Scharnhorst pusht aber. Ist okay. Ich wollte ganz gerne auf die Zara da hinten schießen. Klassischer Scharnhorst muss die Torpedos rauskriegen. Was ich auch eben noch nicht gesagt habe, vielleicht, also, oder für den einen oder anderen ist es auch interessant, die Schusswinkel gehen nach hinten auch genauso gut. Und hinten ist die Panzerung tatsächlich ein bisschen besser als vorne bei dem Schiff. Also ist es teilweise sogar besser wegzukiten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Weil ihr da nicht diese riesige 25mm Nase halt dem Gegner entgegenhalten müsst. So. Oh, auf jeden Fall ist das hier echt viel Betrieb. Die Kreuzer von mir halten sich da hinten auf der H-Linie erstmal gut raus. So, zu Ende gebrannt haben wir gleich. Mal gucken, wann hier die taktische Reserve ins Gefecht kommt. Ich kann hier einfach nicht zu offensiv fahren, dafür sind es hier zu viele Gegner. Und auch zu viel HE tatsächlich, hier mit der Duke da hinten. Aber auf die Entfernungen, 16 Kilometer jetzt Zitadellen, das ist schon echt... easy ist das. Easy möglich, wollte ich natürlich sagen. Ich weiß nicht, was ihr jetzt dachtet. Aber wir stecken halt hier auch ganz gut Schaden ein gerade. Leider. Einfach weil wir halt gefokust werden hier vom Gegner. Einen verzweifelten Schuss noch auf die Zara. Und dann hoffe ich, dass ich mal eine kleine Pause kriege hier. Wir werden mal die Türme auf die andere Seite schmeißen. Wobei das mit dem Schmeißen halt immer so eine Sache ist. Erstmal das eine oder andere Repair durchladen hier. Spotting-mäßig ist es halt hier ziemlich mau auf der Flanke. Die Sims ist im Gegner-Cap, die wird die Gegner jetzt ein bisschen zurückziehen. Das heißt, wir können eventuell doch wieder ein bisschen vorpushen hier. Aber eher über die Mitte dann hier. Frage ist, wo diese Akizuki ist, was die tut, was sie vorhat. Da kommen wir nicht dran, da kommen wir auch nicht ran. König können wir weiter beschießen, da ist natürlich mit unserem Sigma-Wert ein bisschen Lotterie. Ich lasse den Flug vielleicht mal, ich zeige dir nochmal ein bisschen hier. Also nicht typisch russisch tatsächlich, aber überraschend guter Schaden doch rausgekommen.
Also nochmal, ich möchte auf jeden Fall, viele haben das Schiff gleich so ein bisschen verrissen, weil es halt nicht irgendwie, sagen wir mal ehrlich, viele erwarten so, OP-Schiff, russisch. Ich habe schon den einen oder anderen Witz gehört, dass es halt hieß so, ja, die haben das Schiff nur rausgebracht, damit es nicht heißt, alle Russen sind OP. Das Schiff ist weder schlecht, noch kacke, noch sonst irgendwas. Es ist halt einfach nicht, wie soll ich sagen, ganz easy zu fahren, weil es halt einfach so ein bisschen RNG-lastiger ist, was die Salven angeht. Aber man kommt schon gut damit klar, also. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Na, er dreht leider wieder ein bisschen nach hinten weg, glaube ich. Wobei, vielleicht hilft Sigmar mir jetzt sogar. So. Schlechter Sigmar-Wert heißt halt auch, wenn ihr ein bisschen zu kurz aimt, dass ihr natürlich dann unter Umständen aber trotzdem auch ein bisschen Hilfe kriegt und die Shells ein bisschen weiter gehen. Auf jeden Fall ist das hier mal Kontrastprogramm zur Runde eben. Weiß nicht, ob es schon Wochenend-Matchmaker ist, aber auf jeden Fall werden wir jetzt halt quasi hier in den Boden gestampft vom Gegner. Gerade eben zu 0 gewonnen, jetzt fast zu 0 verloren, würde ich fast sagen. Aber wir schauen mal. Schicken den Jäger auf jeden Fall jetzt schon mal raus, weil ich das nächste Ziel auf jeden Fall sein werde. Ziemlich sicher. 50 Sekunden, ist auch ganz ordentlich unterwegs. Verstärkte Anti-Air rüber. Die Scharnost ist jetzt natürlich da in der, hinter der Smoke. Aber hier können wir vielleicht nochmal einen Lucky Punch setzen. Nicht wirklich. Aber Panzerung, wie gesagt, gegen so eine Kaliber wie die Scharnhorst hat, ist gar kein Problem. Halbwegs angewinkelt, könnt ihr da eine ganze Weile aushalten. Ein Heal haben wir ja noch. Wogegen die Scharnhorst nicht wirklich anwinkeln kann. Wenn ihr ein bisschen höher aimt auf die Aufbauten, ihr wollt halt nicht penetrieren. Zitadellen gehen eh nicht. Ja, aber Fünfe sind okay. Die Sims eigentlich? Jo, die Sims ist platt, das ist gut. Dann kommt die Duke of York wieder rein. Wir werden uns jetzt hier auf jeden Fall noch so teuer wie möglich verkaufen. Wir sind natürlich schon hier komplett eingeschnürt vom Gegner. Map Control haben wir keine mehr, da ist die Scharnhorst wieder, die würde ich gerne noch rausnehmen. Ja, aber sowas hier, ne? Also auf 12,9, das sollte eigentlich mehr Schaden geben, das ist einfach ein bisschen schade. So, Anti-Air noch kurz. Jetzt versuchen wir die Scharnhorst zu finishen erst. Die Duke of York ist eh auf HE unterwegs. Sieht okay aus, der Schuss. Aber da werden wir auf jeden Fall noch eine Salve brauchen. Die Fuso ist natürlich jetzt auch schon da. Was kommt da noch? Nürnberg, Gneisenau. Da ist halt noch Zeug. Einen Sieg werden wir hier nicht mehr rauszaubern können, aber wir gucken mal, was noch geht. Vielleicht kommt die Nürnberg noch um die Ecke, die wir noch wegklatschen können. Boah, das war natürlich traurig. ...7-4. Da war natürlich ein bisschen zu viel Breitseite. Okay, die Nürnberg verpieselt sich wieder. Und jetzt halt Torpedos oder so, ne? Wäre ein Träumchen. Oh, Jäger auch nochmal rausstellen. Gut, Netzhoff signalisiert nochmal hier letzten Einsatz. Der Chat sagt gerade auch schon, was Sache ist hier. Ja, er winkelt aber an, wir werden hier auch den letzten Schuss nicht mehr rausbekommen. Das war's. Ich denke, das ist trotzdem okay gewesen in Kombination mit den beiden Replays, dass ihr einfach einen Eindruck bekommen habt. Lasst mir mal eure Meinung gerne da. Wie gesagt, es muss ja keiner haben. Es ist kein Tech-Tree-Schiff, wo ihr alle drüber müsst. Das ist im Prinzip eine absolut freiwillige Geschichte. Es gibt sicherlich Liebhaber für das Schiff. Viele werden es nicht sein, um ehrlich zu sein.
Ist die Sinop besser? Ja, ich denke schon. Einfach weil sie die Charakteristik von der sehr, sehr harten Nase und dem Front-Setup und so, also typischer trifft. Ist nicht so ein ganz typisches, ist eher wie so ein, ist eher halt wie so ein bisschen wie so eine russische Scharnhorst, aber halt dann ohne die ganzen Vorteile, die die bringt, mit dem nochmal schnelleren Reload-Torpedos und hast du nicht gesehen. Deswegen auf jeden Fall ein Schiff für Liebhaber und nicht für jedermann. Ich hoffe mal, die kriegen das jetzt hier mal schnell weg, aber das sieht eigentlich gut aus. Die Fuso gibt gleich einen Löffel ab. Und dann gucken wir uns noch kurz das Ergebnis an. Klicke ich einmal drüber und dann soll es das mit dem Review gewesen sein. Wie gesagt, falls noch Fragen sind, ihr wisst, wo ihr mich erreichen könnt. Dann kann ich gerne auch noch irgendwas zeigen, was ich vielleicht vergessen habe. Schöner Drop hier vom CV nochmal. Nicht. Aber wenn man die Minimap so sieht, dann ist das hier eine ganz traurige Nummer gewesen. Und da kommen nochmal die klassischen Gneisenau-Torps. Aber die Scharnhorst nimmt vorher den Sieg noch der Gneisenau oder den Kill-Shot hier von der Gabel. Also Niederlage, 88.000 Schaden gemacht. Zwei Zitadellen habe ich ja genau gewusst, aufs BB sogar. Es wäre hier, wenn mehr Zeit gewesen wäre, auch noch sicherlich die ein oder andere Zitadelle auf Kreuzer möglich gewesen. Anti-Air tut ihren Dienst, wie vermutet, ganz vernünftig. Ja, kannst da halt keinen Krieg mit gewinnen. Was willst du machen? Ja, ansonsten, ich habe jetzt wenig HE geschossen, weil wir natürlich Glück hatten mit dem Matchmaker. Wir hatten einmal 5er, einmal 7er bis 9er Schlacht, glaube ich war es ja. Aber nur eine leichte. Es war jetzt nichts irgendwie, nee, 9er haben wir nicht gesehen. Also wenn wir 9er gesehen hätten, irgendwelche 8er, 9er BBs, mehr davon, dann hätte man auch deutlich mehr HE geschossen. Funktioniert, ist aber ja eigentlich nicht Sinn von einem Schlachtschiff, deswegen AP getestet. Das Premium-Schiff ist, solltet ihr euch hier keine Gedanken machen, das wird schon immer Plus machen. Das soll es von mir gewesen sein mit der Sinop. Haltet mal die Augen offen. Wer vielleicht keine Kurven möchte, das Schiff aber trotzdem interessant findet, gute Chancen, dass es auf dem Channel hier auf YouTube oder im Twitch-Livestream demnächst so ein Ding noch zu verlosen gibt. Dann könnt ihr es auf die Art und Weise versuchen, wenn ihr dafür keine Kohle auf den Tisch legen wollt. Ansonsten für alle, die Bock haben, viel Spaß mit dem Schiff. Es ist auf jeden Fall interessant und ein Underdog. Und ja, wir werden sehen. Also, ich wünsche euch ein schönes Wochenende an der Stelle, weil es ist bei mir Wochenende jetzt. Ich weiß nicht, wann ihr das Video guckt. Also, haut da rein und bis bald. Ciao, ciao.